Mein Name ist Zeno Schneider. Ich bin 1951 geboren worden und lebe seit Jahrzehnten in Einsiedeln, wo ich meine internistische onkologische Praxis hatte. Und ich bin seit 4 Jahren pensioniert und widme mich jetzt sehr viel intensiver der bildenden Kunst. Das Charakteristische meiner Werke oder meiner künstlerischen Arbeiten ist, dass sie sehr einfach sind, dass sie zugänglich sind, dass sie berührbar sind und dass sie sich der Interaktion zur Verfügung stellen. Unsere Kleinkinder und wir selber, wir haben gelernt, dass man nichts berühren soll. Das gehört zu den ersten großen Vorschriften unseres Daseins. Und das hindert sehr viele, mit Kunst in Berührung zu kommen. Dem möchte ich mit meinen Werken etwas entgegenwirken. Die Inspiration zu meinen Arbeiten kommt aus dem Alltag, aus den Berührungen mit den Alltagsdingen, aus den Überlegungen, woher sie kommen und wohin sie gehen. Die Art, wie ich die Umgebung oder meine Werke betrachte, ist unabdingbar mit meiner Identität verbunden. Ich kann nur mit meinen Augen und mit meinen Sinnen auf die Welt reagieren. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das anders sein könnte. Die Materialien für meine Werke werden in erster Linie durch das Werk selber bestimmt. Ich habe zu meiner eigenen Überraschung entdeckt, dass ich gern mit Metall arbeite. Das war etwas, was ich mir früher gar nicht vorstellen konnte. Ich bin dann aber auf Edelstahl und Federstahl gestoßen und auf rostenden Stahl. Und ich habe gemerkt, wie lebendig das Material selber ist. Dieser vermeintliche Regenschirm schützt nicht gegen Regen, sondern er schützt gegen Ruhe. Und heißt deshalb Ruheschirm. Aus meiner Sicht hat unsere Gesellschaft die Tendenz, immer ernster zu werden. Das ist keine gute Entwicklung und ich wünsche ihr eigentlich, dass wir wieder zurückfinden zu einer Prise Humor in Politik, Gesellschaft und Kultur. Es kann nicht sein, dass wir für jeden Witz ein Formular auszufüllen hätten.